Halleluja. Shalom, shalom. Ihr Lieben, wir grüßen euch alle herzlichst an diesem herrlichen Tag in Uganda. Und heute möchte ich zu euch sprechen über einen Gott, der Dinge tut, die wir einfach menschlich kaum begreifen können. Und das nenne ich den verrückten Gott, der nämlich Dinge tut, die wir menschlich nicht einordnen können. Lasst mich vorlesen hier jetzt über die Speisung der 5000. Davon können wir lesen in Matthäus 14, 13 bis 21, in Markus 6, 30 bis 44, in Lukas 9, 10 bis 17 und dann eben jetzt auch hier in Johannes 6, 1 bis 15. Das möchte ich euch jetzt vorlesen aus dem Johannesevangelium. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen. Ich glaube nicht, dass der gute Philippus der Liefste war. Denn er selbst wusste, was er tun wollte. Jesus wusste schon, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brote reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist dies unter so viele? Jesus sprach: Macht, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Als nun die Leute, die das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Ihr Lieben, wenn ich mir diese Geschichte jetzt so leibhaftig vorstelle, ihr Lieben, das sind 5000 Männer, in anderen Evangelien heißt es alleine 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Also es waren bestimmt um die 12.000 oder sogar 15.000. Und das stelle ich mir vor, er fragt den Philippus, der ein bisschen langsam im Denken war, wie soll man das jetzt machen, die da füttern, und der denkt sofort an seine eigenen Ressourcen. Er war der Betreuer der Kasse und der denkt sich, na, für dem, was wir haben in der Kasse, unmöglich, da kriegt jeder nur ganz was Kleines. Aber da war ein kleiner Junge, der hatte 5 Gerstenbrote und 2 Fische, muss man sich jetzt vorstellen. Der kleine Junge, der zupft da dauernd an diesem Jünger, Andreas, und der sieht diese 5 Fische und 2 Brote und sagt: Das ist nichts, komm, gehen wir. Mit dem können wir nichts anfangen. 2 Fische und 5 Brote, ja. Mit dem können wir nichts anfangen. Denn menschlich gesehen war das lächerlich. Lächerlich. Aber wisst ihr, alles, was wir Gott geben, vermehrt sich enorm. Und dieser gute Junge hat nicht aufgegeben. Kinder können extrem hartnäckig sein, wenn sie was wollen. Gott sei Dank. Auch wir sollen hartnäckig sein, auch bei Gott. Und Jesus sagt dann: Was will denn der Kleine? Sag ich ja, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, das ist ja lächerlich. Aber Jesus sagt: Gebt es mir. Alles, was wir in die Hand Gottes geben und loslassen, vermehrt er. Und ihr Lieben, er dankte Gott. Und dann hat er die 12 Apostel gehabt und vielleicht noch mehrere Jünger, andere. Und dann gibt er jedem.
Also ich muss dir vorstellen, das waren, noch einmal wiederhole ich, 5 Gerstenbrote und 2 Fische für 5000 Männer und noch ganz viele Kinder und Frauen. So, der erste, der Petrus, kriegt den Schwanz von einem Fisch, der zweite kriegt den Bauch von einem Fisch, der dritte den Kopf. Und so hat er mal die Fische aufgeteilt und dann noch ein Stückchen Brot. Ihr müsst euch versetzen in die Lage dieser Jünger. Tausende von Menschen sitzen hier und die haben eine kleine Handvoll, nicht einmal einen ganzen Fisch, einen Schwanz, einen Köpfel, den mittleren Teil. Der Petrus denkt sich, zu den Männern gehe ich nicht. Wenn das nicht funktioniert, dann, ihr Lieben, bin ich der Blöde. Und er geht zu den Kindern. Und er sagt, Kinder, seid ihr hungrig? Ja, schreien sie alle. Und der Petrus denkt sich, ja, ich probiere mal, packt den Schwanz des Fisches, den er auf einer Hand hat, und will ihn austeilen, und ein Fisch wächst dran. Wow! Und gibt dem ersten den Fisch. Da ist wieder nur ein Schwanz. Er nimmt den Schwanz, wow, schon wieder ein Fisch. Und so, und beim dritten Fisch wird er richtig kühn und alle wurden gesättigt. Ihr Lieben, allen Männern ging es gleich. Gott gibt uns wenig zum Austeilen, aber wenn wir das austeilen, während wir es austeilen, vermehrt es sich. Glaub es. Alles, was wir Gott geben, vermehrt sich. Mir wurde jetzt gerade bewusst, ich wollte immer 10 Kinder haben. Und Gott hat gesagt, ich werde nicht 10 biologische Kinder haben. Heute habe ich 14.000 Kinder, die mich Mama Maria nennen. Ich habe noch nie so viele Botschaften für den Muttertag bekommen als Dank und Lieder von meinen Kindern, die natürlich mit der Hilfe von Tausenden von Sponsoren aus Deutschland, Österreich, Schweiz, jetzt auch Italien, gesponsert werden bekommen. Ihr Lieben, gebt euer Leben bedingungslos Gott zu seiner Verfügung. Und er wird dann es multiplizieren, dass du mit dem Schauen immer nachkommst. Ich möchte euch nur eine ganz brisante Geschichte, die jetzt geschieht in meinem Leben. Ich hätte sollen 3 Monate jetzt nach Europa fliegen, genau vor die Corona-Krise angefangen hat, um zu predigen. War sehr dankbar, ich predige sehr gerne, weil am meisten predige ich mir selbst, die anderen dürfen halt zuhören. Und dann kommt der Stopp. Einige Tage vor meiner Abreise kommt der Stopp. Da habe ich gesagt, Herr, diese Tür ist jetzt so geschlossen, sagt er, warte ab. Bald haben Freunde geschrieben, ich soll doch YouTube-Botschaften schicken. Und dann haben wir gedacht, okay, fangen wir an. Und mein Sohn Patrick war sehr bereit, mir dabei zu helfen. Und jetzt schicken wir YouTube-Botschaften aus. Und ihr Lieben, ich hätte nie in meinem Leben so viele Menschen erreicht, in so kurzer Zeit, wie mit diesen YouTube-Botschaften. Ein Wunder Gottes. Ich bin so dankbar und ich freue mich so, wie Gott einfach Unwahrscheinliches tut, wenn wir es ihm überlassen, wenn wir es ihm geben. Halleluja. Und so möchte ich jetzt also wirklich diese Geschichte noch fertig machen. Es heißt nämlich, dass der Herr Jesus noch gesagt hat, sammelt die übrig gebliebenen Brocken. Das heißt, als sie aber gesättigt waren und alle konnten essen, so viel sie wollten. Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Also Gott möchte immer, dass wir ordentlich alles verwalten. Er möchte nicht, dass wir verschwenden. Und dann haben sie 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten gesammelt und den 2 Fischen. Ihr Lieben, die haben am Abend jeder noch einen riesigen Korb am Kopf nach Hause getragen und wussten aber ganz genau, ich habe nur ein kleines Schwänzchen hier gehabt und ein Stückchen Brot. Und jetzt trage ich einen Korb von den Überresten nach Hause. Ich glaube, dann haben sie kapiert. Das war ein Wunder. Und manchmal muss Gott ganz laut sprechen, dass wir wirklich begreifen, er tut Wunder. Er ist ein wunderwirkender Gott. Gib du Gott, was er dir zeigt. Und du wirst sehen, was er daraus macht. Ich kenne eine Geschichte, wo ein Mann nach einer Sitzung am Abend schon spät aus einem Hotel kam, auf den Parkplatz ging und der Herr sagt zu ihm, du hast Zünder im Haus, nimm ein Zündholz, geh in diese Telefonzelle und zünde ein Zündholz an und sag, das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Also bitte, das ist ganz ein komischer Auftrag, ja. Also er hat die Zünder genommen, er war ein gläubiger Nachfolger Jesu, ein Gehorsamer. Ging zu der Telefonzelle, da war ein Mann drinnen. Er macht die Tür auf, zündet das Zündholz an und sagt, das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Sagt der Mann, wieso wussten Sie das? Ich bin gerade dabei, den letzten Anruf an meine Frau zu machen. Ich wollte jetzt Selbstmord begehen. Und der Mann hat sein Leben Jesus übergeben. Ihr Lieben,
Den kleinsten Gehorsam kann Gott so verwenden, dass du vom Staunen nicht mehr rauskommst. Aber du musst dich ihm geben, dass er dich führen kann, dass er dich leiten kann, dass er alles organisieren kann. Er ist der Beste, der Beste. Ich komme ja selber wirklich vom Staunen nicht heraus, was er mit meinem bisschen Gehorsam in Afrika tut. Ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Tausende von Kindern durften wir jetzt schon helfen, aus der Armut auszubrechen, in ein Leben mit Zukunft. Ihr Lieben, werdet kühn im Geben des Kleinen. Alles, was du hast, gib es Gott und gib es so, wie er es von dir möchte. Er wird es zu dir sprechen und du wirst sehen, wie er das verwendet, um viel mehr daraus zu machen, als du je hättest dir vorstellen können. Shalom, shalom.